Lass es geschehen, YouTube, herzlich willkommen hier bei Random LOL Moments, eine Info. Sag mal hallo, komm her, Chef. Hopp. Ja, Chef. Komm her, Chef. Und nicht böses Wörter sagen, sonst kriegst du Aua. Sag, hi, YouTube. Hi, YouTube. Nein, ganz normal, ruhig, entspannt. Sei hi, mal eine entspannte Seele. Nicht YouPoop, sondern YouTube. YouPoop. Okay, YouPoop, lassen wir YouPoop. Sag mal, Papa erklärt jetzt Random LOL Moments. Papa klebt mir Gondit. Gib mir kurz. Du bist gut. So, genau. Was ich euch erklären wollte ist, Random LOL Moments. Ich habe hier so eine Seite. MyGully? Warum bin ich auf MyGully? Was will ich bei MyGully? GMX. Hier ist meine Adresse indelinelps@gmx.de. Dort sendet ihr mir eure Random LOL Moments. Jemand hat mich gerade gefragt. Oh, ich habe ein Video gemacht. Das geht, zwei Minuten gerade mal oder ein paar Sekunden und das ist 200 MB groß. Das kann er mit der E-Mail nicht versenden, Junge. Immer noch, ganz, 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 ganz einfach. Ihr geht auf euren Computer, ihr geht auf Dokumente. Dort habt ihr irgendwo einen Ordner, der heißt LOL Replay. Dort geht ihr dann auf Replays und dann habt ihr hier eine Datei, die ist gerade mal 10, das größte ist 10 MB. So. Ihr nehmt diese Datei und sendet mir einfach nur diese Datei als E-Mail. Das ist das komplette Spiel. Dann schreibt ihr in die E-Mail rein, von wann bis wann, zwischen welcher Zeit der Random LOL Moment ist. Und ich schaue mir das dann mit meinem LOL Recorder hier, mit dem LOL Recorder gucke ich mir das an. So. Und dann kann ich das selber rausschneiden, ohne dass ihr mir das Video rendern oder schicken müsst. Das ist deswegen. Also, ihr wisst Bescheid, ne? In Dokumente. In LOL Replay und dann in Replays und dann sendet mir einfach nur die Datei da, wo das Replay drin ist. Als E-Mail ganz einfach, hier zeige ich euch mal. Ich weiß nicht, was ihr für eine E-Mail habt, da ich habe auch noch Hotmail oder wie das heißt, das habe ich auch noch so. Dann geht ihr einfach auf E-Mail, dann E-Mail schreiben hier zum Beispiel an, ja, betreff bla bla bla. So und dann jetzt beispielsweise wollt ihr eine Datei anhängen, wo macht man diese Scheiße? Anhänge hinzufügen, macht man da unten. So, Anhang vom Festplatte hinzufügen. Dann geht ihr auf eure Dokumente. Das müsst ihr alle auch da haben. LOL Replay, dann geht ihr auf die Replays. Fuck! Dann geht ihr auf die Replays. So, nochmal, diese Scheiße hier. Vom Festplatte hinzufügen. Dann geht ihr auf die Replays. Dann macht ihr einfach so. Jetzt, versucht er das hochzuladen natürlich. Man sieht dann gleich, wenn das fertig ist, weil da steht noch lädt. Und wenn er das fertig hat, dann kann man das einfach abschicken. Und das ist eine kleine Datei. Man kann, glaube ich, bis 20 MB kann man per E-Mail versenden. Und wenn das dann angekommen ist, dann nehme ich die Datei einfach raus und dann suche ich das per Zeit raus. Also wisst ihr Bescheid, Leute. Wer mir Random LOL Moments schicken will, wäre halt natürlich sehr nett, weil ihr wisst nicht, was für eine Arbeit da drin steckt, weil ich spiele ja auch immer LOL. Und habe halt hier wieder jetzt zwei Random LOL Moments, die will ich jetzt nicht anklicken, weil ich es nicht zeigen will. Kommt aber in den nächsten Random LOL Moments. Wenn ihr was habt, wäre es halt ganz nice, wenn ihr mir das schickt, dann kann ich das benutzen. Schreibt mir die Zeit hin, sendet mir einfach nur die Random LOL Moment Datei, wo das drin ist. Und die Zeit natürlich, weil ich habe keinen Bock, das die ganze Zeit zu suchen, an welcher Stelle. Und dann ist gut. Danke fürs Zuschauen und tschüss.